Ja, wir sind heute hier in der Forsthochschule in Rottenburg. Hier kann man Ressourcenmanagement studieren, Holzwirtschaft, aber auch Forstwirtschaft. Hier bin ich einmal im Jahr bei der Vorlesung zur Umweltpolitik und darf da mit jungen Studierenden über umweltpolitische Themen sprechen und bin heute sehr gespannt über den Austausch. Ich war die letzten Jahre vor allem digital bei den Vorlesungen dabei und jetzt wieder nach der Corona-Pandemie real im Vorlesungssaal zu sein und mit den Studierenden mich direkt auszutauschen, da freue ich mich sehr drauf und ich bin gespannt, was für Fragen kommen und es ist auch für mich sehr interessant, immer wieder den Einblick zu bekommen in die Studienfächer und in die Themen, die die Studierenden hier in Rottenburg an der Forsthochschule umtreiben.